Es geht los! Oh mein Gott, ich freue mich. Ey, meine Stimme. Ich muss mal so Halsbonbons lutschen. Ich habe schon Zwiebelsaft getrunken. Ist echt eklig, hat Zwiebelsaft. Also man kann schon den löffeln und trinken. Mit Zwiebeln, ganz viel Zucker bestreuen. Ich kann euch ja mal den Geheimtipp irgendwann verraten. Jetzt geht's los. Ich bin so gespannt. Oh mein Gott, Leute. Es geht los! Ich liebe schöne Hände. Eine Ratte. Nein. Bleib eine Ratte. Nein. Ich dachte, du bist ein richtiger Pilot. Da merkt man auch schon, wie ist ein Mensch eigentlich. Ich hasse den Typen. Das ist mein Problem. Nerv mich. Ja, ich nerv den. Nerv mich. Es geht nicht nur mir auf den Nerven, sondern es merkt jetzt gerade jeder. Ich gehe so, es passiert was. Ich glaube schon, dass heute noch was passiert. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass unter den 17 Männern. Yes, das ist wie krass, oder? Hier ist ganz schön Stress. Er braucht halt seine Zeit. Ich bin gespannt. Ist hier denn nicht jemand? Besser zum Licht, oder? Aber ich glaube, das werde ich schaffen. Jeder hat so die Anspannung. Ich habe gerade frisch geduscht und jetzt ziehe ich mir Bachelorette rein. Ich bin so gespannt, ob ich dazu was kommentieren kann. Ich versuche, dass die Kommentare nicht so lang werden. Es kostet mich alles bei der Stimme. Ich nehme gleich einen Hustenbonbon. Also, bis dann. Ciao. Ich bin gespannt. So, die Bachelorette sucht sich gleich jemand aus für ein Date. Ich bin gespannt. Ich sag das so oft, tut mir leid, Leute. Also, ich hab einen Bonbon, wollte ich euch mal zeigen, dass ich was für meine Gesundheit tue. Und wer hat jetzt das Date? Daniel und Fabio. Okay, ich bin gespannt. Okay. Ich sollte aufhören, das zu sagen. Ihr könnt echt ein Trinkspiel draus machen, Leute. Und meine Stimme wird immer schlimmer. Ich hoffe, dass ich morgen telefonieren kann. Das ist nicht blöd, wenn nicht. Ich versuche deswegen nicht zu viele Storys jetzt zu machen. Ich sollte meine Stimme schonen, aber ich habe auch schon Tee getrunken. Trinke noch viel Wasser. Ich nehme morgen viel Wasser mit. Ich weiß nicht, was wieder mit meiner Stimme los ist. Ich habe immer wieder mal sowas. Also, ich bin so gespannt, wie das Date von denen wird. Also, bis dann, Leute. Ich weiß, ich habe vor allem das ganze Wochenende eigentlich gar nicht geredet, außer, wie gesagt, ein paar Voicemails geschickt, Freundin. Heute Morgen. Heute Morgen war meine Stimme, glaube ich, besser, aber vielleicht muss ich mich warm reden oder so, keine Ahnung. Also, bis dann. Ciao. Der Fabio ist total witzig, der ist nur am Lachen so gut drauf. Und ja, Dani kann gerade nicht so ganz bei ihr landen. Ich bin mal gespannt. Oh Gott. Ich sollte wirklich keine Story über die Bachelorette machen, wenn ich alle 2 Minuten sage, dass ich gespannt bin. Was gibt's denn für ein anderes Wort, außer ich bin gespannt? Ich würde mich für dich entscheiden, würde dich gerne mitnehmen. Wow, Fabio hat sie mitgenommen, der Witzige. Daniel ist schon irgendwie, er hat was, ne? Ich habe gesagt, der gefällt mir, hübscher Mann, aber so wie er redet und so, irgendwie gefällt er mir doch nicht so. Ich kann es nicht so erklären. Fabio hat schöne Zähne und er ist witzig. Bin mal. Mal schauen, wie es weitergeht. Wow, oh, 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 jetzt kommt der erste Stress. Oggi. Daniel hat Oggi einen Apfel angeworfen und hätte fast sein Gesicht getroffen. Und Oggi leicht ausgetickt. Meine Welle kommt wieder zum Vorschein. Oh Mann, ich bin ja echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wow, krass. Von ihm nennen ihn Danger Dan, was schon mal ja sehr gefährlich klingt, Danger Dan. Also. Aber mir fiel ein viel schönerer Name ein, und zwar Dreckiger Dan. Oh mein Gott. Es wirkt. Und ich mach das. Ich bin halt eher der ruhige Typ und finde halt solche Gelegenheiten schön, wo man halt einfach mal so die eine oder andere Minute hat. Aber ich hoffe, dass du das nicht mit dessen
Desinteresse verwechselt, dass ich nicht so offensiv bin. Verstehst du, was ich meine? Ja. Verstehst du? Ja, das ist richtig. Das, was ich bisher von dir mitbekommen habe, ist, weiß ich, eine strahlende, sympathische, immer schön, sehr schön lächelnde Person, ja, und keine arrogante oder sonst irgendwas. Oh Mann, ich habe jetzt gedacht, es gibt vollen Stress, es war nur ganz kurz, aber unnötig. Auf die Pizza. Naja. Ey, das ist auch mega interessant. Die Männer müssen Planks machen und das ist so witzig, krieg ich gerade nicht mehr. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Wo ist das herkam? Kann es dann überraschen? Ich bin so. Ich weiß schon, wer die Rose kriegt. Bestimmt Tim. Sie hat ihn so angesmalt und ich finde ihn so attraktiv und sie hat gesagt, sie wird sich von ihm verhaften lassen. Oh, wie süß. Oh, ich finde ihn auch mega süß. Ey, der ist echt hübsch. Ist echt ein hübscher. Schöne Zähne, hübsches Gesicht. Doch, der hat was. Ich bin am ganzen Tag genau einmal ins Zimmer gegangen. Ich wollte nicht mal duschen und sage ich mir, ach komm, bin ich schon drin, dann mal dusche ich noch schnell. Dann komme ich raus, sind die gerade alle im Planking? Ja, hi. Hi. Was passiert denn hier überhaupt? Ich krieg mich nicht mehr, Mann, wie die rumstöhnen, die Männer. Nein. Yes. Total witzig. Richtig geil, einfach die Challenge. Ich bin stolz auf euch. 8 Minuten. Also ich acht Minuten. Wow. Boah, das, ich finde es auch anstrengend, das, die Planks zu machen. Bitte. Für die Verlierer gibt es ein Gewinner, könnt auch gerne schon mal. Oh, für die Gewinner auch, oder? Für die Gewinner auch, ja. Geil. Gibst du mir für die Verlierer. Irgendwas Sportliches, würde ich denken. Oh, was mit Autos? Die müssen jetzt Autoreifen wechseln. Sehr interessant. Ey, gibt's echt voll die hübschen, voll die heißen Männer da drin. Und krasse Körper. Sehr cool. Was hat er gesagt? Du musst mich doch mal reinziehen, jetzt gleich. Oh Mann, ey. Moment. Jetzt gleich. Der hat eine absolute Körperfehlstellung, meiner Meinung nach. Der hat keine Körperfehlstellung, der hat Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, Harald, aber der Orgi. Das Einzige, was ich gleich mal machen werde, ist rübergehen und ihm sagen, dass er seine scheiß Fresse hat. Ja, also ich finde es auch einfach unnötig, sag ich mal so. Der sieht gut aus, nicht der, der andere. Absoluter Vollspack. Oh Mann, das ist so witzig. Es nicht sein muss. Weil er so rumsteht. Ja, dann mach ja dann. Beim Sport machen. Die Gewichten, die schreien, verlangen. Ja, ja, so wie du. Ja, das sieht so aus. Genau. Ach du Scheiße, wie geil ist das bitte? Ganz einfach. Wie die sich dissen, gell? Das wäre ich, das ist gut. Wer dieses Hinterfotzige hinter. Kein Mensch hat gesagt, ich finde sie gut. Die haben einfach nur gesagt, du fragst mich und ich sag dir. Mich hat mich stört. Muss ich immer fragen, ne? Wer hat es dir gerade ins Gesicht gesagt? Wow, jetzt gibt's Beef, ey. Ich bin Ich mag diesen Orgi nicht, dass wir rausgeworfen werden. Attraktiv ist was anderes, mein Typ ist er nicht. Nee, sein Ernst. Er hat 2 Beziehungen, dieser Yannick.
und denkt, dass Single sein heißt, dass man noch eine Frau sucht. Also dass er eine dritte oder vierte Beziehung, er hat zweieinhalb Beziehungen, zwei Beziehungen, eine Freundschaft plus, sein scheiß Ernst. Und hat sich dort beworben, hat sich als Single ausgegeben. Boah, ich hoffe, sie kickt ihn raus, die Gerda. Dieser Janik hat immer alles aus seinem Schrank, echt nicht.